Dieses Video ist völlig ungeplant und völlig aus der Reihe, aber ich war heute Vormittag relativ lang mit Svea spazieren und ich habe die letzten Tage viel gegrübelt und bei diesem Spaziergang sind diese ganzen Gedanken irgendwie endlich zu einem Ergebnis und zu einem Ende gekommen. Und weil mein Gedankengang im Moment nicht nur mich betrifft, sondern weil das zurzeit auch gerade super zum Beispiel zu zwei geliebten Menschen in meinem Leben auch passt, dachte ich, ich teile meine Gedanken mit euch, weil ich denke, dass es was ist, was ganz, ganz viele Menschen da draußen auch betrifft und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. Wenn ich an einem gewissen Punkt in meinem Leben eine Entscheidung 24 Stunden später getroffen oder sich jemand anderes 24 Stunden eher entschieden hätte, sehe mein Leben jetzt ganz anders aus. Hätte, wäre, könnte, sind aber unnötige Überlegungen und bringen einen nie weiter. Man sollte selbst getroffene Entscheidungen nie bereuen und in Frage stellen. Manchmal muss man Menschen zurücklassen oder ihnen einen anderen Platz in seinem Herzen zuweisen. Das ist in Ordnung. Man muss sich vor niemandem dafür rechtfertigen. Es gibt Entscheidungen, die man selbst treffen muss und niemand anderes hat das Recht, diese zu kritisieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch meine Worte zu Herzen nehmt und ich bin jetzt sehr gespannt zu lesen, was ihr darüber denkt.